Hallo, hallo. Heute möchte ich euch einen kurzen Quick-Tipp geben. Und zwar, es geht darum, um eine Studiotasche. Und naja, Studiotaschen sind im Fotozubehör, ja, wie soll ich sagen, nicht gerade billig. Und viele sind auch nicht, für meinen Einsatzbereich waren sie irgendwie nicht ganz optimal. Ich hatte hier seit Jahren schon eine kleine Studiotasche von der Firma Valimax. Die hat jahrelang gute Dienste geleistet. Bin nach wie vor sehr zufrieden, ist eine kleine, feine Studiotasche, kostet so circa, 30, 40 Euro. Aber die hat einen entscheidenden Nachteil, sie ist ein bisschen zu klein. Und zwar, wenn man hier ganz kleine Studiostative hernimmt, das sind hier wirklich die Billigsdorfer Spaßstative, die haben gerade noch Platz drinnen. Größere Studiostative schon nicht mehr. Wenn man ein bisschen ein Zubehör mitnimmt zu einem Shooting, ist die Tasche eigentlich gleich voll. Vorteil ist allerdings natürlich, wenn man eine kleinere Sachen hat und nicht so viel mitnehmen will zu einem Shooting, ist die kleine Tasche hier wirklich perfekt. Sie hat zwar hier die Möglichkeit, dass man hier aufmachen kann und das Stativ steht dann raus. Allerdings, das ist auch gleich die Verbindung zum kompletten Innenraum in die Tasche. Also alles, was hier offen ist, alles, was hier drinnen ist, fällt dann natürlich auch hier wieder raus. Das habe ich mir ein bisschen überlegt und bin dann, irgendwie durch Quatschen mit ein paar anderen Leuten auf die Idee gekommen. Die verwendeten das zwar für einen anderen Einsatzbereich, aber die haben mich auf die Idee gebracht mit einer Hockeytasche. Das sind hier so Eishockeytaschen. Die sind, wirklich sehr groß, sind aber auch große Studiotaschen sehr groß. Die hat den Vorteil, das ist ein sehr, sehr festes Material, hat hier drinnen auch noch eine kleine Tasche, ein kleines Fach und außen super tolle Griffe zum Tragen und Schleppen. Hier, in Summe ist sie dann so groß, also wirklich ein Riesenteil. Hat hier auf der Seite dann auch noch, oder auf der Oberseite dann auch noch die Möglichkeit für den Griff auszufahren, für einen Trolley. Und hier eben auch noch Räder. Und die Rückseite, hier, sieht man hoffentlich, ja, geht sich gerade aus am Bild. Die Rückseite ist hier auch noch verstärkt, hier sind zwei so Kunststoffschienen, was wirklich optimal ist, um Stufen und so weiter zu gehen. Die Rollen sind gerade passend groß genug, sind aus Gummi, funktioniert eigentlich wunderbar. Und jetzt hat der Clou, solche Hockeytaschen beginnen ab ca. 30 Euro bis, die hat hier ca. 70 Euro gekostet. Da bekommt man für günstiges Geld wirklich eine mega große Riesentasche und ich habe es jetzt schon ein paar Mal in Einsatz gehabt und macht richtig Spaß damit zu arbeiten. Für kleinere Aufträge werde ich wahrscheinlich noch immer die kleine Studiotasche nehmen, aber wenn hier wirklich ein paar Blitzköpfe zu mitnehmen sind und Stative und jede Menge Shooting-Zubehör halt, dann wird definitiv die große Tasche in Einsatz kommen. In diesem Sinne, bleibt kreativ, bis zum nächsten Mal, ciao! Hast du noch weitere Fragen, Wünsche, Anregungen zu diesem Thema, hinterlasse doch einfach einen Kommentar. Freue mich darauf und werde natürlich alle Fragen, so gut es mir gelingen kann, gerne beantworten. In diesem Sinne, ciao!